Professor Heinz, Sie sind Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité in Berlin-Mitte. Hat sich die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen in der Praxis in den letzten Jahren verändert? Ja, aber ich glaube, man muss ein bisschen länger schauen. Es hat sich verändert durch verschiedene Schritte. Einerseits die große Psychiatriereform in den 70er Jahren. Die habe ich Anfang der 80er noch mitbekommen, dass es in Krankenhäusern Abteilungen gibt, dass man nicht nur auf dem Land in großen Einrichtungen sitzt. Die Integration der Psychotherapie und in den letzten Jahren eben Versuche, die Klinik auch ersetzen durch Teams, die nach Hause fahren und Ähnliches eben zu ersetzen oder neu reinzubringen, das ist eigentlich eine gute Entwicklung. In Bezug auf psychische Erkrankungen werden oft Klischees reproduziert. Warum ist das so und gibt es Anti-Stigma-Programme? Es gibt Anti-Stigma-Programme, die wirken eigentlich immer dann am besten, wenn tatsächlich betroffene Personen zum Beispiel in Schulklassen gehen oder in andere Gruppen, wo man tatsächlich drüber sprechen kann und diese Person erleben kann. Theoretisches Fortbilden hilft nicht viel. Und es gibt so eine Mischung aus Ängsten, Abwehr und Kritik, die aber irgendwie gemeinsam hat, dass man sich nicht damit auseinandersetzt. Und das ist schwierig. Ein Stigma ist ja auch, dass Alkoholabhängigkeit durch einen schwachen Willen herbeigeführt wird. Warum ist das so und wie erklärt man sich den Hang zur Alkoholabhängigkeit? Also das Spannende ist, dass der erblichste Faktor, es gibt eine genetische Disposition, das ist die Trinkfestigkeit. Wenn Sie viel vertragen, fehlt Ihnen ein Warnzeichen, Sie trinken auf Dauer zu viel und dann wird man eben eher abhängig. Und diese ganze Willensschwachheitsdiskussion ist ein Stigma tatsächlich. Ja. Was wir finden ist, dass alles, was man im Gehirn nachvollziehen kann, in Richtung Gewohnheitsbildung, Lernmechanismen geht. Und das ist ähnlich schwierig, sich wie beim Sport sich eine falsche Bewegung abzutrainieren. Es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach auch nicht leicht. Gibt es denn neue Erkenntnisse in der Behandlung von Personen mit einer Alkoholabhängigkeit? Also es gibt ganz spannende Versuche genau auf diese eingefleischten Gewohnheiten, die so tief drin sitzen, dass man sie kaum noch wegkriegt, zu reagieren, indem man zum Beispiel eine Tendenz, Alkohol zu trinken, dadurch wegbekommt, dass man Alkoholbilder wegschiebt aktiv mit so einem Joystick. Und verrückterweise oder interessanterweise klappt das sogar. Also wenn Sie 6 Sitzungen machen und das 15 Minuten pro Sitzung machen, werden die Rückfallraten geringer. Es gibt auch medizinisch ein paar neue Erkenntnisse. Es gibt ansatzweise Medikamente, von denen man hofft, dass es hilft. Aber ganz entscheidend ist immer, dass die Leute einen Sinn im Leben finden, Verbündete, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen. Und dann kann man medizinisch eben mit solchen Spezialprogrammen noch helfen. Gibt es diese Spezialprogramme und auch Medikamente für Personen, die vielleicht nicht unter einer Alkoholabhängigkeit leiden, aber unter einem erhöhten Alkoholgebrauch oder auch Missbrauch? Das gibt es zum Beispiel in Deutschland, ist ein Medikament dafür zugelassen, das ein Stück die angenehm euphorisierenden Wirkung des Alkohols abdämpfen soll. Die Effekte sind nicht riesig, aber sie sind statistisch nachweisbar. Aber letztendlich geht es auch immer darum, dass die Menschen das entweder einsetzen oder von sich aus versuchen, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Das hilft immer. Ja, die Abstinenz schaffen, ist super, aber wenn man weniger trinkt, ist für den Körper immer ein Vorteil. Wie können Menschen mit einem Alkoholproblem dazu motiviert werden, weniger zu trinken? Also es gibt eigentlich ganz gut etablierte und belegte Programme, in denen man, wenn man als Arzt zum Beispiel, weil jemand unter Alkohol einen Unfall hat oder sich was gebrochen hat oder andere Probleme hat, Leberprobleme, Ähnliches und damit auffällig wird, dass man das anspricht. Wenn man das einmal anspricht, dann gehen hinterher 4% in eine Beratungsstelle oder Ähnliches oder zu einer Selbsthilfegruppe. Wenn Sie zweimal nachhaken, geht das bis auf 40% hoch. Das Problem ist, dass viele die Waffen strecken, ja, oder den Kontakt aufgeben und eben nicht nachhaken. Das können auch engagierte Krankenschwestern sein oder Arzthelferinnen in der Praxis. Aber es lohnt sich total. Man muss dranbleiben, den Leuten ein Stück vertrauen und dann schaffen viel mehr den Schritt aus der Verleugnung in das Nachdenken oder auch in die aktiven Schritte. Trotz erschreckend hoher Zahlen von Alkoholmissbrauch, deutschlandweit und auch international, ist der Konsum gesellschaftlich immer noch total akzeptiert. Warum ist das so? Ich glaube, jede Gesellschaft hat Drogen, die sie akzeptiert und mit denen sie groß geworden ist und lebt und die will sich dann die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht nehmen lassen. Und das ist ja grundsätzlich auch völlig okay, nur man muss dann eben für die sorgen, die das nicht schaffen, den Konsum in Grenzen zu halten und die sich damit schädigen. Und
Ich glaube, die Versuche, das komplett zu verbieten, die funktionieren nicht. Und es ist auch nicht besser, wenn die Leute heimlich zu Hause trinken, statt in der Kneipe mit anderen. Da ist sogar noch die Hoffnung, dass jemand sagt, du hast jetzt zu viel. Aber dazu braucht man eben das soziale Netz, das vielen verloren geht, wenn sie abstürzen. Professor Heinze, was erwarten Sie sich sonst noch vom Kongress dieses Jahr? Gibt es bestimmte Themen, die besprochen werden sollten? Also was ganz toll ist, ist, dass wir von Anfang an Angehörige und Betroffene in verschiedenen Organisationen beteiligt hatten. Und die sind also wirklich ins Programm eingestreut. Es gibt nicht irgend so einen Track oder so eine Abfolge, wo man vorher schon sieht, das ist für Angehörige. Und dann gehen da nur die Angehörigen rein, sondern die sitzen in allen Sitzungen und genauso mit den Betroffenen. Ich erwarte mir noch mehr Diskussionen, wo die Versorgung hingehen soll, wie man die Rechte der Betroffenen besser wahrt, wie man darauf achtet, das ist ja auch ein Weltkongress, ja, wie man darauf achtet, dass Standards auf der ganzen Welt diskutiert werden, dass sie in vielen armen Ländern überhaupt nicht umgesetzt werden können, ist eine andere Frage. Aber dann geht es ja auch darum, wie kann man das ersetzen? Kann man viel mehr psychosoziale Beratung ausbilden unterhalb des Levels komplexer Psychotherapien, damit überhaupt geholfen wird? Da gibt es viele gute Modelle, ja, es geht aber ganz oft auch darum, wie das umgesetzt werden kann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.